Angestellte haben heute Mittag in der Landeshauptstadt demonstriert. Sie fordern höhere Gehälter und eine branchenweite Arbeitsstiftung. Die Bankenlandschaft ist ja im Umbruch. Die Angestellten sind ganz offensichtlich verunsichert. Hannelore Hopfer hat die Demonstration beobachtet. Es war eine etwas andere und lautstarke Mittagspause für 500 Salzburger Bankangestellte. Sie fordern einen fairen Anteil an den hohen Gewinnen der Finanzbranche und eine Arbeitsstiftung. Mit dem Marsch über den Markatsteg wollten Bankangestellte und Gewerkschafter Gräben überwinden und eine symbolische Brücke zu den Vorstandsebenen der Banken schlagen. Bei einem Gesamtgewinn der österreichischen Finanzbranche von 3,7 Milliarden Euro seien eine Arbeitsstiftung und eine deutliche Gehaltserhöhung finanzierbar. Die Kollektivvertragsverhandlungen wurden am 26. Februar nach zwei Verhandlungsrunden abgebrochen und sollen in zwei Tagen wieder aufgenommen werden. In der vergangenen Woche haben bereits 15 Betriebsversammlungen in Salzburg stattgefunden. Die Demo beim Markatsteg wurde als Betriebsversammlung im öffentlichen Raum bezeichnet. Moderne Banken haben nur mehr wenig mit den Filialen von früher zu tun. Die Kunden gehen oft nicht mehr zum Schalter, sondern zum Automaten oder erledigen gleich alles über das Internet. Dieser Umbruch sorgt für Aufregung unter den Angestellten. Gestern sind sie in Salzburg für mehr Gehalt auf die Straße gegangen. Wie sieht die Bank der Zukunft aus? Hannelore Hopfer mit Antworten. Eröffnung der neuen Bankfiliale der Sparkasse in Anif Niederalm. In der Bankfiliale der Zukunft gibt es auf 100 Quadratmeter Fläche exklusiven Beratungsservice, viele Automaten, flexible Notebook-Arbeitsplätze für 3 Mitarbeiter und Videotelefonie mit der Zentrale. Was es nicht mehr gibt, ist eine Kassa. Alle Transaktionen, die wir sonst an der Kasse abwickeln können, können wir auch hier über die Selbstbedienungsgeräte abwickeln. Aber der Bankräuber tut sich natürlich schwer, hier Bargeld fordern zu können. Bankgeschäfte werden sich in der Zukunft in zwei Welten abspielen, der realen Welt und der digitalen Welt. Die heißt bei der Salzburger Sparkasse George. Das ist nicht nur eine App, das ist eine Plattform mit dazugehörigen Apps, wo wir alle möglichen Geschäftsfälle anbieten. Bankmitarbeiter reagieren auf Veränderungen durch E-Banking und Automaten mittlerweile mit Protest. Und dass die Servicezeiten auf 12 Stunden ausgedehnt, die Öffnungszeiten der Banken aber vor allem am Nachmittag erheblich eingeschränkt werden, lässt österreichweit um Geld und Arbeitsplätze bangen. Man rechnet in den nächsten 5 bis 10 Jahren von einem Abbau von 25.000 Mitarbeitern. Ich glaube, damit ist in katastrophaler Art und Weise eine Antwort gegeben, dass da einiges noch auf uns zukommt. Mehr als 700 nicht nachbesetzte Arbeitsplätze wurden in Salzburger Bankfilialen in den vergangenen Jahren schon eingespart. Die Gewerkschaft befürchtet in Zukunft auch Kündigungen und fordert eine Arbeitsstiftung. Die Branche, die hat es wirklich in sich und darum, denke ich, müssen wir dringend etwas tun, auch hinsichtlich soziale Abfederung, weil ich glaube schon noch, dass wir das Ärgste noch nicht hinter uns haben. In der Raiffeisenzentrale in der Schwarzstraße in Salzburg setzt man auf Optimierung der Mitarbeiter. Wir werden Mitarbeiter nicht abbauen, wir werden sie optimieren, erstens einmal mehr in die Ausbildung geben und zweitens werden wir natürlich den Gesamtmitarbeiterstand etwas minimal zwar reduzieren durch natürliche Abgänge. Dass der Kontakt zum Kunden das Wichtigste ist, darüber sind sich alle einig. Die entscheidende Frage der Zukunft könnte sein, wie man ihn findet.